Dunkle Grüße und willkommen zurück zum Xenoblade Sonntag. Und wisst ihr was? Vor allem jetzt an Metroid. Mir ist eingefallen zumindest, wo der nächste ist. Also, was heißt eingefallen? Hier, diese Mission von Manana. Ich glaube, da war der Typ, den ihr sucht. Der hat auch so einen Hammer gehabt. Der war nämlich genau, ist genau da. Ich glaube, der war. Danke, Nokachi. Ich glaube, der war genau hier gewesen, der Typ. Die Mission, die uns dahin führt letztendlich. Das war auch einer von denen. Aber dann fehlt mir immer noch einer. Wir trinken was für Nokachi. Nee, Quatsch. Für Metroid. Verzeihung. Das wäre aber jetzt der nächste Notball auf meiner Liste für den Hammer. Mitsamt ihrer Heldenmission, die ich jetzt aber nicht machen möchte heute. Das mache ich dann vielleicht offscreen. Dann haben wir ihn einfach. Das ist der auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass der letzte Notball von diesen fünf, die ich finden muss, was mit der Kolonie zu tun hatte, die ich jetzt noch nicht habe. Tatsächlich. Ich glaube, das hat damit mit zu tun. Ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste tatsächlich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war so. Und der letzte ist halt, na, das weiß ich. Auf jeden Fall. Aber ist so ein bisschen special, deswegen ist kein Spoiler. Das würde ich nämlich ganz gerne dann auch nächste Woche nochmal on screen erledigen. Also wohl die Kolonie holen. Das Ding ist, ich habe mal vorher schon geguckt gehabt, um die Kolonie selbst zu mal haben, mit den neuen Helden, der neuen Heldin, dann die hier kommt, muss ich diverse Quests aus anderen Kolonien vorher noch machen. Das habe ich ja bisher nie groß getan, deswegen kann ich die noch nicht machen. Das hat ja Metroid im Prinzip auch schon gesagt, dass es eine Quest ist, die auf Nebenquests quasi basiert, die ich erst erledigen muss. Und ja, genau so ist es halt, deswegen ist es aktuell nicht drin. Und deswegen geht auch jetzt diese Notband-Quest gar nicht weiter für mich. Egal, was ich mache. So. Und darum latschen wir jetzt noch ein bisschen hier rum, heute. Im letzten Storygebiet. Im Inneren des Borg-Würfels. Der Borg-Sphäre, des Borg-Vinculums. Was, eigentlich war es eher eine Sphäre, ne? Borg-Sphäre passt, ja. Und wir haben Level 63er Gegner. Wir sind selbst Level... Oh. Dachte ich, wir ein oder zwei Level gestiegen jetzt in meinem... Okay, wenn ja, dann hat es nicht gereicht, um die zu übertreffen. Krass. Ich kümmere mich gleich um euch, ne? Glaub, hier können auch schwere Kämpfe uns warten. Ja, schön, toll. Whack him good. Oh. Geil und andere Kampfmusik. Und Noah schon fast tot. Auch sehr geil. Nee, warte, eigentlich nicht. Au, und ganz tot. Läuft. Kurz vor dem Schildschlag. Ganz mein Humor. Geile Mucke. Doch, doch. Oh, ich muss mal eben diesen machen. Das geht so sonst nicht. Leute, Leute. Ja, die haben Bums, die Gegner gerade. Das beunruhigt mich ein bisschen. Das Spiel sagt mir quasi, mach ein bisschen Nebensachen, du Idiot. Jetzt schaffe ich es ja bis nächste Woche. Hoffentlich. Muss ich eigentlich, sonst ist Let's Play Dennis nicht mehr viel drin. Der doof. Ach, damit. They fall apart the moment we take them down. The black fog is gone too. They're not mechanical, but neither are they biological. Die sind. Something wrong, Mia. Was dann? As they fell, I could feel it, very slightly. Ah, it's Möbius. A vague whiff of Möbius coming off them. Those things. What does that mean? Einfach irgendwelche transdimensionalen Wesen. Essenz von Möbius. Didn't you say before, all this could be Möbius? Mhm. Yeah. Ich erinnere mich. Lange her, aber ich erinnere mich. Those things might be Möbius as well. But they don't even look human. I think the shape might not matter so much. Huh? I think I'm starting to get the picture. I feel like I know what Möbius is. Okay. Teile uns deine Gedanken doch einfach mit, dann wissen wir es alle. Ah. You who wield the sword of the end. The endless now is under threat of being cut short. Could you do it, I wonder? Could you slay the ones who advance relentlessly toward despair?
You do after all desire eternity above all others. Ich glaube nicht mehr. Now, take it in your hand. For the endless now, for that which you so desire. Das ist aber auch tatsächlich so ein Ding, was ich bisher nicht verstanden habe. Ich meine, man kann ungefähr nachvollziehen, wieso Noah sich in zwei Noahs gespalten hat und wieso der eine Teil von Noah abgespalten wurde und dann in den Lebenswiedergeburtszyklus reingebracht wurde wieder. Aber wieso kann es zwei von diesen Endschwertern geben? Das weiß ich nicht, das raff ich nicht. Weil die haben ja beide das gleiche Schwert irgendwie, oder was? Das ist halt ein bisschen kurios. So. Tür auf, bitte. Let's go someplace else. Sweet, let's poke around. Sweet, let's poke around. Ja, natürlich. Wir sind zum Party machen hier. Idiot. Fahrstuhl. Ja, eindeutig eine Boxsphäre hier. We wait. Toll. Wir haben hier keine Schutzsachen irgendwie. Es würde aber runterfallen, wenn wir Pech haben. Fies. Epische, leise, unterschwellig bösartige Musik. Oh yeah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aufmachen! Ja, das ist recht neu. Das denke ich auch. Hey, ein 63er. Ja, läuft. Und einer unserem Level. Super. Eieieiei. Oh, was? Noah spielt. Was? WTF? Schon wieder gestorben. Hab vielleicht nicht die geilste Klasse gewählt für ihn. Phantom Slash. Mach tot das Ding. Und auf alle hier. Nee, doch nicht. Aber jetzt. Jetzt so. Mega Schaden. Ich liebe es. Ich muss mit Noah und Mio hier provisorisch erstmal im Möbius wechseln bei den ganzen Kämpfen. Sonst bin ich sofort tot mit Noah. Gibt's ja gar nicht. Ach, ich habe gar keine. Kann ich lassen, EP Boniger drin oder sowas in der Richtung? Wäre nicht gerade sehr praktisch, weil, naja, ich kämpfe halt gegen etwa gleichlevelige Leute. Ich habe davon noch Rad. Ich glaube, das gönnen wir uns mal ganz kurz. Damit ich da ein bisschen Fortschritte mache. Da habe ich ja hier nichts, ne? Doch, habe ich. Ach gut, sehr schön. Ich kann da nochmal zurück machen. Ich muss den Ort nicht verlassen. Aber das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Das wäre schön doof. Oder? Einmal in die Kabine. Ah, was leckeres Essen. Blop. Und gucken, ob ich Juwelen spielen kann, wenn ich mal dabei bin. Kann mich auch gut sein. Klassen-AP, nö, alles zu lahm. 15 ist zu wenig. Da 20 geht, aber ich glaube, ich hatte mehr als 20. 30. Oh, 30 ist das Maximum hier. Okay, mit Münze kochen. Wir kochen mit der Münze? Na egal. Manche essen ja auch Blattgold, also. Dumm, dumm, dumm. Läuft schon. So, Juwelenschmiederei nochmal ganz kurz angucken. Nö. Ja, oh. Ah, guck einer an. Plus 50 Angriffskraft. Das ist doch mal was wert. Gönnen wir uns. Auch hier geht mehr. Heilkraft, sehr schön. Ja, ja, machen wir. Sehr, sehr gut. Doch ein paar Sachen gefarmt hier irgendwie. Passiv. Gezielte sowieso nicht, aber passt ja auf jeden Fall. Auch schön dumm. Man sollte meinen, wenn man hier alles hat, bis auf eine einzige. Ich habe nur ein Item nicht.
Aber trotzdem zahle ich 20 Goldmünzen, um das zu kriegen. Ich fände es geil finden, wenn das entsprechend reduziert wird. Dass man die Münzenanzahl gemessen an dem, was man am Material hat, relativ investieren muss oder eben nicht. Aber so ist es halt nicht. Baby. Ja, Mio. Ist ja gut. Ja, komm. Das wäre sinnvoll. Ja, richtig, ne? Fährst wohl. Ah ja. Das kommt wohl nicht nach der Patch nachgereicht, fürchte ich. Ja. Ja. Immerhin eins kann ich machen. Boah. Oh, Level 2 ist das erst, was? Oh. Das Ding nutze ich auch nicht, weil ich total dumm finde. Ich selbst, ich mache es ja automatisch, weil ich kann sagen, dass der PC das zuteilt, die KI das zuteilt, aber ich nutze es selbst nicht aktiv, aber offenbar auch zurecht, weil das finde ich ja gar nicht, das Zeug. Auch das nicht ziemlich sinnvoll, das Ding. Na gut. Na gut. Aber immerhin, der Angriff ist okay. Ich schätze mal, dass jeder Angreifer das dann mal reinbekommt von dem automatischen Zuteiler. Mal so aus Spaß und Freude gucken. Ja. Oh, nein. Sie nicht. Tatsächlich. Aber zumindest, er hat jetzt dadurch mehr Schaden. Hm. Gut, okay, bei der hohen Crit-Rate. Oh ja, hat sie auch. Ist das vielleicht sinnvoller? Ist okay, abgesegnet. Weiter geht's. Nochmal kurz das hier einsammeln, dann aber mit Schnellreise wieder zum Ort von eben gerade zurückkehren. So. Dam, 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 dam. Da glitzerfunkelt was. Oh, und die sind nicht respawned. Dachte respawn, wenn ich hier einfach mich importe. Wir trinken noch gleich was für Relos, wenn ich den Kampf initiiert habe. Oh, sind alle drei Sparkle-Typen? Geil! Und Ouroboros. Hat's ja gesagt. Ich muss es gleich machen. Gibt's ja gar nicht. Die wollen mich echt töten, die Schweine. Glaubt man gar nicht. Auf dich, Relos! Nebenbei drückt mein rechter Daumen noch die ganzen Befehle rein. So muss das. Komm schon. Und Super Slayer. Boah, das ist so bösartiger Schaden, ey. So. Problem gelöst. Mehr oder weniger. Der Kampf ist quasi gewonnen. Da passiert nicht mehr viel. Obwohl er lange durch, würde ich sagen. Umgeworfen. Ätsche, bätsche. Rang up. Siehst du, geht schon los hier. Höhere Ränge für meine krassen Typen. Aber nichts durchaus. Moment, ich guck mal, was Mia bis Klasse sagt. Muss noch. Muss noch. Na, ihr Leute? Ich müsste jetzt eigentlich jeden Kampf mitnehmen wegen meinem Klassen-AP-Bonus. Dingens, aber naja, das kostet wieder Zeit. Dann wiederum habe ich ja nicht mehr so viel vor mir. Insofern wäre es vielleicht gar nicht so doof, das trotzdem zu machen. Was haben wir hier? Items nehmen wir. Ich sag mal so, ich werde wahrscheinlich zumindest keinen Kampf ausweichen, der mich schon antriggert, aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt jeden Kampf, den ich sehe, aufnehmen, weil er der Gegner ist. Ich glaube so, oh, aber wenn sie glitzern, wisst ihr Bescheid. Dann wisst ihr Bescheid. Ah, immer auf Noah ist okay. Na klar, die haben zu Beginn die Aggro von Noah. Ah nein, ich wollte mich gerade zum Ouroboros machen, da war ich gelähmt. Oh. Weil ich hier mit Noah den initialen Angriff mache, haben sie mich halt direkt auf dem Kicker. Da wäre das Juwel ganz geil, die Wut von dem Gegner von vornherein zu Kampfstart auf so und so Prozent zu heben. Schätze ich. Ob es da jetzt wirklich was bringen würde an der Stelle. Keine Ahnung. Und flap, 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 flap. Was, der lebt ja noch. Oder auch nicht. Danke.
weitermachen. Und hab's gehört, ne? That's Rhea. Gab direkt was Rares für uns. Und Verwandlung, Verwandlung. Nein, das gibt's doch nicht. Das ist gleich wie eben gerade. Noch einen Angriff will er mich verwandeln und es geht nicht mehr, weil... Ach, tot. Alter. Not nice of you. Definitely not nice. Zack. Und... Flop, 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 flop. Fand nicht so geil, der Schaden jetzt. Explosion! Schwein gehabt, doch nicht. Stirb nicht, Noah, stirb nicht. Warum machst du wenig Schaden hier? Geht doch. Danke fürs Aufladedings. Und weiter im Text. Ach, springen tun wir. Die Leiter nutzt, wenn die nicht so hoch sind, ist auch doof, ne? Zeitverschwendung. Einfach runterspringen. Das headet ab, denke ich. Läuft schon. Da vorne sparkelt wieder was. Sparkelt? Oh, noch was. Sparkle-Gegner, yippie. Na? Verwandlung. Verwandlung, Power Ranger! Oder Sailor Moon eher. Sailor Moon, Verwandlung! Aua! Hat nicht mal geblockt, der Typ? Das ist unverschämt. Auf der Blau macht jetzt nicht mit da vorne, das wäre ein bisschen ungünstig, weil wir jetzt dann kein Orobus-Energie mehr haben für den Anfang. Ein bisschen aufladen müssen, aber ich glaube, er bleibt uns fern. Nein, er ist drin. Toll, toll gemacht. Er mischt mit. Dreck. Jetzt hier diese ganz normale Kampffeldmusik hier bei dem Typen. Irritiert irgendwie. Aber hey, komm. Er gibt mehr Klassen-EP als sowieso schon und das läuft auch ganz gut dann. Finde ich in Ordnung. Oh, Explosion wie bitte machen, damit wir noch... Ja, Unmacht, geil. Gibt aber schön Bonus-Items hier. Ich weiß nicht, ob glänzende Typen geben generell mehr eher Rare-Items. Ich weiß aber nicht, ob die auch mehr Rare-Items geben, wenn man die halt im Kampf zu einer Explosion bringt. Wäre sinnig, wenn, aber ich weiß es nicht. Ach komm schon. Stirb doch einfach. Ich könnte auch jetzt Kette machen, aber das mache ich nicht. Wenn ich auch nicht weiß, ob die Angriffsketten XP-Boni auf die Klassen wirken. Wenn ich wüsste, es wäre so, würde ich. Hätte ich jetzt eine gemacht, aber so. Nee. Auf gut Glück, nee. Hallo, Menü? 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 Menü. Ich werde jetzt ungefähr 20 Mal X gedrückt. Na, ist egal. 12, okay, läuft. Weitermachen. Hey, Funkli, Funkli. So, Flak, du. Verwandlung. Oh, Angriff. Piu. 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 Hi. Oh, ich kann ja mal einen Angriff machen auf den Typen, bevor er tot ist. Ja, ich könnte schon, aber tot ist auch nicht mehr. Danke. Danke, danke, danke. Sehr angenehm, mit ihm zu kämpfen, Sir. Sir. Whoops. Aua. Ja, sparkt. Dammit. Sparkt ein bisschen. Weg, vorne, bevor ich wieder zu spät. Bei denen darf ich nicht warten. Soll ich gleich Warnung drücken? Da war ja was. Zack. Pschu. Zack. Klack. Und Mega Attack. Und noch einmal draufhauen, dann ist er weg. Bam. Eben, eben. Ach, Kerdes. Was für Loser. Wir regeln das so. Klatsch, klatsch. Oh, Edelsteine, ganz viele Edelsteine.
tolle Wurst. Oh ja, Verwandlung. Ja, geschafft rechtzeitig. Edge. Ich glaube, es geht generell schnell, was ich bei haltig stark gegen zu verwandeln und dann so zu machen, als den regulären Kampf zu machen. Ich hab's ja zu Beginn, die Ouroboros-Form. Warum nicht gleich nutzen eigentlich, oder? Beschleunigt das schon eine ganze Menge eigentlich im Kampf, was du drüber nachdenkst. Zack. Zack. Nein, nicht getroffen. Komm schon, du. Da ist jemand tot, was? Nee, nur umgefallen. Bin ich. Kampf raus? Ja, bin ich. Nun ja. Hallo? Für ein bisschen Leben. Hat den auch tough gewehrt zum Ende hin. Das muss ich ihm lassen. Respekt dafür. Es war vergebens von vornherein, ist klar, aber Respekt hat er trotzdem verdient. Ups. Ja. Da. Ich greife ihn gerade an, aber trotzdem ist seine Wut auf anderen gelenkt worden. Also es geht offenbar doch anders. Mist. Und weg mit dem Heini. Oi, ja. Genau. Ach, sie macht das schon. Sie ist doch Uni-Man. Also, sie ist Mann. Sie ist doch Uni, meine ich. Uni-Man, Uni-Mond. Da, 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 da. 1, 2, 3. Da hätte muss ich auch hin. Sowas aber auch. Gib mir die blaue Wundermetall-Sache. Fall hier runter, ist ganz gefährlich hier am Rand. Ein falscher Schritt und du bist tot. Ursprungsfragment gefunden. Yeah. Dammit. Egal. Wie gesagt, ich nehme es ja mit gerne für die Klassen-AP. Kein Ding. Phantom Slash. Somersault oder so. Rolling Smash. Jetzt würde das Schmettersauto stehen und nicht Rolling Smash. Dumme Übersetzung. Die englische, nicht die deutsche. Hi, ja. Geht ja ganz entspannt und fix so, ne? So ist ja nicht. Das sind angedrohte Story-Sequenzen, aber es sind bloß die Orte, wo ich hinlaufen muss. Es passiert nichts mit Story gerade. Mensch, Mensch, Mensch. Zumindest wird es zwischen automatisch geöffnet. Das finde ich mal ganz, ganz nett, so als aus Sicht des Gastgebers und so. Creepy. Ja, was für ein View. Who knew this hulking great thing would be under the central sea? Interesting, isn't it? Da vorne muss ich hin. Können wir nicht einfach rüberspringen? Wahrscheinlich nicht. Also die Kamera ist nicht richtig. Aber sie ist schon hoch genug, die Kamera. Ich würde ganz gerne im First-Person-Modus die Kamera ein bisschen weiter nach oben machen können. Ach, guck mal. Pausenraum. Take a break. Take a KitKat. Hab nur leider gerade keinen. Ich würde aber, wenn. Doch, doch, ja, kann man sich geben, KitKat. In Japan stehen die ja voll auf KitKat, ne? Es gibt ja exklusiv in Japan ungefähr 1000... Oh, fuck! Zurück, 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 zurück! Nicht jetzt! Wow! Es gibt ja exklusiv in Japan gefühlt tausende Variationen von KitKat, die man hier im Rest der Welt noch nie gesehen hat. Das ist total faszinierend. Ich weiß nicht, wieso ich so auf KitKat abfahren, aber es ist so. Ich fahre total drauf ab. So, let's give it a try. Und... lassen wir das so? Ich glaube, wir lassen das mal so. Wir probieren es mal mit Miyabi aus und drei Verteidiger und einem als der Angreifer. Gucken, was dabei rauskommt bei den Typen. Bin gespannt. Das Hand und Fuß hat bei denen. Also echt drei Gegner, ne? Naja. Sind bestimmt nicht ohne. Wenn sie das wieder aufs Tauchen. Jawohl.
Sind auch noch ein Level höher als ich. Das sind 3 Stück. Ich meine, schauen wir mal, wie das für uns läuft. Anfang schon nicht so geil. Eieieiei. Flächenangriff hier. Jawohl. Ja, läuft richtig gut auf jeden Fall. Flap, 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 flap. Lance ist fast tot. Nicht so geil. Und alle beiden Heiler ist auch fast quasi tot. Oh, oh, oh. Einer ist ganz tot. Eieieiei. Ich denke schon, es ist nicht so die beste Idee, diese Kombi gerade. Der Hack ist halt immer der Seelenkontrolleur, ne? Ich meine, der ist einfach... eine Wildcard. Aber ich brauch's halt. Ach, verdammt. Nein! Mr. Kack. Scheiß. Wenn alle leben, mache ich ein anderes Kit, das sag ich dir. Einfach nur so, weil es geht. Weil ich es auch brauche, denke ich. Ab geht's. Ich brauche Buffs, ich brauche Heilung, ich brauche alles. Oh, fuck, ja. Ob ich das brauche. Alle auf 0 Leben quasi runter. Hey. Das ist tatsächlich okay als Held, siehst du? Miyabi. Läuft für mich. Ja. Also einer mehr wird gemacht, wurde gesagt. Dem hat das umgefallen und die Ohnmacht passt. Gewährt Mio bei Auswahl 100% der DPS Helden. Für die erste Runde wäre es ganz cool. Und Explosion ist auch sehr cool. Gib ihr. Die Items freuen mich auf jeden Fall, auch wenn ich ihn kampfieren sollte. Das ist jetzt auch trotzdem ein bisschen doof. Das lohnt sich gar nicht mit ihr. Ach shit. Wie soll sie mir. Achso, weil sie schon dachte, ja gut. Komm, dann. Ist egal, mach du das. Und ich jetzt trotzdem 2 Leute dazu. Vielleicht bekomme ich alle 3 dazu. Das schauen wir gleich. Das läuft. Das haben jetzt ihre Brüste so gewackelt. Das sah komisch aus. Habt ihr auch gesehen? Ja, ne? Bestimmt. Ich weiß, ich guck doch sowas. Ich weiß das einfach. Oh nein! Aber nochmal schwanken lassen, komm. Nee, leider nicht, schade. Oh, ich könnte mal. Ich kann Explosion und Ohnmacht gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. In der Kette. Oder überhaupt. Standard bei der Klasse. Ja, schon. Bam, bam. Ja! Gerade so. Gerade so geschafft. Sehr schön. Oh, Miyabi ist zurück. Das ist schön. Ich hole mir gleich. Hoffentlich kommt sie gleich nochmal. Wahrscheinlich nicht, wenn sie jetzt dabei ist. Aber ist egal, dann... Nehmen wir nur falls einen anderen Uroboros. Wenn ich sie jetzt nehme, bin ich ja fast schon durch, oder? Mach ich trotzdem. Komm, das wird keine 100 werden. Ich hoffe einfach mal. Oh, doch, es wird 100. Nein, sind sie nicht. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ein bisschen Heilung für uns dann, das wäre super. Ach, verdammt, er schwankt. Ich hätte umwerfen können. Nein. Nie gesehen. Ist egal. Umwerfen? Natürlich nicht. Na komm. Na, hat nicht ganz gereicht. Schade. Aber ist eh egal, wenn ich jetzt so Robos hinkriege, dann. Und das ist mein Ziel, sind eher wieder da. Ja, Mio, sehr schön. Sauber. Richtig gut. Freuen wir uns. Noch mal schwanken? Kann ich umwerfen mit irgendwem? Leider nicht. Leider nicht. So, ich kriege jetzt niemals 50 zusammen, also hau rein.
So. Volle Kanone. Gib ihm.